Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Siegreich Leben lernen ist unser Thema. Ja. Und wir fahren weiter. Ja. Wir fahren weiter mit Teil 45. Und heute ist ein besonderes Thema und ich denke, das hätte schon ein bisschen viel früher kommen. Weil auch das letzte Mal habe ich darüber gesprochen, über die Macht des Blutes Jesu. Die Macht des Blutes Jesu. Und wir haben heute schon in unseren Liedern ausgedrückt, dass wir alle Zeit dankbar sein dürfen für das Blut Jesu. Denn wie es in 1. Johannes 1, Vers 7 heißt, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Und heute will ich über vier Punkte reden, wie das Blut Jesu für uns wirksam wird. Und das sind vier Punkte, ich kann es uns vielleicht im Vorfeld schon nennen, über die Erlösung, über die Reinigung, über die Rechtfertigung und über die Heiligung. Ja, dafür wird das Blut Jesu in unserem Leben als Christen wirksam. Und das müssen wir in der rechten Weise begreifen. Also lerne es im Sieg zu wandeln durch die Macht des Blutes Jesu. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ein ganz wichtiges Thema für Christen, das auch immer mehr zu begreifen. Am Ostersonntag im Teil 44 habe ich davon gesprochen, der rote Teppich zum Thron der Gnade. Und das ist im gewissen Sinne, bildlich gesprochen, ein roter Teppich, den Jesus für uns ausgelegt hat auf Golgatha. Ja? Jesus legt uns durch sein Blut den roten Teppich aus zum Himmel. Es ist so gesehen auch die Fahrkarte zum Himmel. Sein Blut hat bezahlt für alle unsere Schuld, für all unser Versagen, für all unsere Versäumnisse. Und das dürfen wir immer mehr begreifen, wie es auch im Hebräer 10 heißt, Vers 19, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, also die Macht des Opfers. Vers 21, und haben einen hohen Priester, Jesus, über das Haus Gottes. Ja, auch über die Gemeinde Jesu, weil der hohe Priester ist Jesus Christus. Und dieser Vers 22, den haben wir uns genau angesehen. Und der beinhaltet auch diese fünf Schritte, wie wir in die Gegenwart Gottes kommen dürfen. Ich will es noch einmal kurz wiederholen, damit sie in unseren Herzen tief und fest werden. Diese fünf Schritte in die Gegenwart Gottes, dieser 22. Vers aus Kapitel 10 des Hebräerbriefes. So lasst uns hinzutreten, hinzutreten, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade. Ja? Erstens mit einem wahrhaftigen Herzen, offen und ehrlich. Das ist wichtig, dass wir Gott nichts vorspielen, ja, denn er weiß sowieso alle unsere Gedanken. Er kennt unsere Leben, er weiß, was war und er kennt unsere Motive, warum wir was tun. Also komm hinzu mit wahrhaftigem Herzen, authentisch und ehrlich. Zweitens komm in vollkommenem Glauben. Ja, lass dir die Zweifel wegnehmen. Ja, das ist nicht gut, wenn man zweifelt. Für Christen, das habe ich heute Morgen noch gehört in einer Predigt, so die alten Glaubensväter haben schon gesagt, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Zweifel sind vom Teufel, Siegen kommt nicht vom Liegen. Ja, und das kann man sich so merken. Das sind so Anleitungen, die einem helfen, ein siegreiches Leben zu führen. Also komm in vollkommenen Glauben, lass deine Zweifel einfach besiegt werden durch den Glauben an das Wort. Wie Hans-Peter schon gesagt hat, es ist eine feste Zuversicht, die wir im Herzen haben, dass das, was Gott versprochen hat, eintrifft. Ja? Und dass es kommt. Ja? Das ist so wichtig, wie Ruth auch sagt, ja, der Tod ist nicht das Ende, sondern der Tod ist die Wende zu einem ewigen Leben. Und das müssen wir als Menschen hier auf Erden erfassen und begreifen. Das war ja unser Thema, auch die letzte Zeit, in Siegreich Leben lernen über den Himmel. Gibt es ja auch jetzt als MP3, die kann man auch erwerben, ganz günstig. Da gibt es 10 Predigten über den Himmel. Darum, habt das im Herzen, den Himmel im Herzen, habe ich es genannt. Aber ein dritter Punkt, wie man zutreten dürfen, besprengt in unserem Herzen. Durch das Blut des Lammes. Und was das in sich trägt, das schauen wir uns heute genau an. Und vierter Punkt ist, los von einem bösen Gewissen.
dass wir das Gewissen uns reinigen lassen von Gott. Und fünftens, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Denn das Wort Gottes ist ein Wasserbad, das uns reinigt, das uns hilft, unsere Gedanken und unsere Sinne zu erneuern. Das ist so wichtig, dass wir uns in diesen Prozess hineingeben. Christsein ist Wachstum vom Anfang bis zum Ende. Darum lass dich vom Wasserbad des Wortes reinigen. Lass dich vom Wasserbad des Wortes heiligen. Also die Macht des Opfers, das wollen wir heute in der rechten Weise begreifen. Die Macht des Opfers im Sieg wandeln durch die Macht des Blutes Jesu. Es gibt nur eine Art von Christen, vor der sich Satan fürchtet. Der Teufel hat nur von einer Art von Christen Respekt und auch Angst. Völlig hingegebene Christen, wenn sie ihren Willen mit dem Willen Gottes in völliger Hingabe vereinen, werden sie nicht untergehen können. Nur dann sind sie unbesiegbar. Ja, wenn wir uns Jesus ganz hingeben, wenn wir ihm ganz nachfolgen, wenn wir ihn in unser Herz aufnehmen und entscheiden uns für Nachfolge. Ja, also wenn das so ist, ob sie leben oder sterben, ist von sekundärer Bedeutung, denn sie können in keinem Fall besiegt werden. Sie können nicht besiegt werden, es ist ihre Kraft. Sie nehmen sich das, was Jesus am Kreuz erwirkt hat, für das Seine. Ja, und sie leben daraus. Sie leben daraus durch das Macht des Blutes. Wie es in Offenbarung 12, Vers 11 heißt, diese markanten Worte, die müssen in unserem Herzen als Glaubensinhalt, als Gewissheit vorhanden sein. Ja? Also die Christen und sie, heißt es hier, haben ihn, den Teufel, überwunden, um des Blutes des Lammes, um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode. Das ist wirklich so. Wir müssen uns das zu eigen machen. Das Blut des Lammes ist für uns wichtig. Das Blut des Lammes gibt uns den Sieg und das Wort unseres Zeugnisses, das Bekenntnis mit unserem Munde, lässt den Feind in die Flucht schlagen. Und dadurch wird er besiegt. Und von diesen Christen hat der Feind Respekt und er flieht von ihnen. Sie müssen sich aber unter den Schutz des Lammes Blut stellen. Wie es auch in Epheser 6,10 heißt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also Jesus hat es erwirkt am Kreuz von Golgatha. Und wir dürfen nicht, brauchen nicht selbst stark zu sein aus unserer eigenen Kraft, weil werden wir immer wieder scheitern, sondern wir dürfen stark werden in der Macht seiner Stärke. Und im Predigttext habe ich mir für heute zu diesem Thema ausgesucht in 2. Mose 12, 1 bis 28. Wir gehen ins Alte Testament und dieses Alte Testament gibt uns ein Bild auf das Neue Testament. Und wir dürfen das erfassen und begreifen. Ja, hier in 2. Mose 12 heißt es über die Einsetzung des Passafestes. Ja, das wird heute noch unter den Juden gefeiert. Dieses Passafest ist für sie ein ganz wichtiges und großes Fest, als die Israeliten aus der Gefangenschaft von den Ägyptern herausgeführt wurden. Und das feiern sie jedes Jahr. Also nach der Ankündigung der 10 Plagen an den Ägyptern, also alle erstgeborenen Söhne, das war die 10. Plage der Ägypter, zu töten. Also war die Ankündigung, da sollen alle Erstgeborene der Ägypter sterben. Aber Mose und Aaron gab Gott eine klare und wichtige Anweisung, was ihnen Schutz und Bewahrung gibt vor dem drohenden Tod. Ja. Da war also der Todesengel, der den Auftrag hatte von Gott, jeden Erstgeborenen da umzubringen. Aber für die Juden gab es einen Schutz und den wollen wir uns heute mal ansehen. Also 2. Mose, Kapitel 12. Und da gehen wir jetzt rein. Ihr habt hier die alte Elberfelder. Ich liebe die alte Elberfelder Übersetzung, weil die ist so, wirklich so texttreu wie, glaube ich, keine andere Bibel. Aber ich lese uns auch den Text aus dieser Lutherbibel. Ja? Wenn ihr da mitlesen wollt, okay. Also 2. Mose, Kapitel 12, die Einsetzung des Passafestes. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland. Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein und von ihm
an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm. Je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis er so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt, von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und jetzt kommt in Vers 7. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an den Türen und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie essen. Ja? Ein fehlerloses Lamm sollte geschlachtet werden und das Blut von diesem Lamm soll an den Türpfosten aufgetragen werden, ja, zum Schutz, damit der Blut, also dieser Todesengel nicht kommt und kein Kind von den Israeliten tötet. Und das war der Schutz. Wenn wir da weiterlesen, in Vers 8, und sollen das Fleisch essen, in derselben Nacht im Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder noch essen, noch mit Wasser gekocht, sondern im Feuer gebraten, mit Kopf, Schenkeln und ihren Teilen. Ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, um eurer Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Staub in der Hand. Und sollt es essen, als die, die hinwegeilen, es ist des Herrn Passa. Ja, daher Passafest. In Vers 12, denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeborenen schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich, der Herr. Ja? Also Gott ist auch ein Gott des Gerichts. Ja? Und er hat sich entschieden, einfach die Ägypter zu strafen, damit sie sein Volk freilassen. Und ihr kennt die Plagen alle, die stehen in jeder Kinderbibel, 10 Plagen. Und das war jetzt hier die letzte, dass er sogar die ersten geborenen Söhne töten will. Aber jetzt kommt es in Vers 13. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt. Wenn ich Ägyptenland schlage, ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn. Ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum 7. Tag, der soll ausgerottet werden aus Israel. Am ersten Tag soll ja heilige Versammlung sein. Am ersten Tag soll heilige Versammlung sein und am 7. soll auch heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr dann tun, nur jeder zur Speise, die jeder zur Speise braucht. Das allein dürft ihr euch zubereiten. Haltet das Gebot, das ungesäuerte Brot, denn eben an diesem Tag habe ich euch Scharen aus Ägyptenland geführt. Ja? Und da könnt ihr daheim weiterlesen, dieses ganze 12. Kapitel, das ist ganz interessant. Das ist so interessant, auch in Vers 22, gehen wir mal dahin, wie das mit dem Büschel, da mit dem Blut vor sich geht. Und nehmt ein Büschel Isop. Das ist wiederum interessant, warum gerade Isop? Interessanterweise hat Jesus selbst auch mit einem Isopstab da Essig zu trinken bekommen. Oder er wollte es nicht trinken, aber am Kreuz mit einem Isopstab bot man ihm da mit dem Schwamm Essig an zum Trinken. Aber hier auch mit dem Isopstab wurde das Blut an die Balken geschmiert.
und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. Ja? Die genaue Anweisung, sie mussten es genau so tun, wie Gott es ihnen vorgeschrieben hat. Und das ist auch ein Bild für uns ins Neue Testament, wie wir das Blut Jesu für unser Leben in Anspruch nehmen dürfen. Wie es für uns wirksam wird. Und jetzt wollen wir uns vier Punkte ansehen, also vier grundlegende Weisen, wie das Blut Jesu für uns wirksam wird. Und dieses alte Bund ist einfach ein Bild darauf. Der erste Punkt ist die Erlösung. Ja? Die Erlösung, die Jesus für uns gewirkt hat. Vielleicht kann ich mal das Bild dahin machen mit dem Opferlamm. Das zeigt uns ein bisschen so, dass der Vater uns seinen Sohn gab. Im alten Bund hat man ein Lamm geschlachtet und hat es Gott geopfert und dann hat ein fehlerloses Lamm genommen, um die Schuld der Menschen zu sühnen. Ja, im Blut ist das Leben und Gott hat es so vorgesehen, dass durch das Blut einfach auch Reinigung kommt von der Sündenschuld. Und im Alten Testament müssen sie immer Tiere opfern, müssen sie immer Opfer bringen, um ihre Schuld zu sühnen. Und jetzt ist Jesus ein für alle Mal am Kreuz gestorben, im Neuen Testament, im Neuen Bund. Und er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Ja? Und Jesus starb für uns und sein Blut ist geflossen für unsere Schuld. Und das stellt die Liebe des Vaters dar. Gott, der Vater, gab seinen eingeborenen Sohn, den er so sehr liebte, uns zum Opfer. Und das gilt es zu begreifen, das gilt es zu erfassen. Er kam, um uns zu erlösen. Das lesen wir unter anderem aus, man kann auch Johannes 3, 16, Gott sandte seinen Sohn aus Liebe, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das ist entscheidend, ja? Es gibt auch keinen anderen Weg zum Vater, denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Ja? Auch andere Religionen, die irgendwo sich selbst retten wollen durch Werke und Selbstgerechtigkeit, sie wollen sich das ewige Leben verdienen. Nein, Jesus kam und hat alles für uns erwirkt. Er hat die Erlösung für uns erwirkt. Und dafür sollen wir alle Zeit dankbar sein. Und das muss alle Zeit das Wichtigste in unserem Herzen sein. Jesus kam, um mich zu erlösen. Wir lesen in Epheser 1, Vers 7. In ihm, ja, in Jesus, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, das müssen wir begreifen, dieser Reichtum dieser Gnade, die Jesus für uns erwirkt hat, diese Erlösung. Der Luther sagt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Also ihr Lieben, wir müssen begreifen den Reichtum seiner Gnade. Und da müssen wir alle Zeit dafür begeistert sein. Ja. Ja, das ist entscheidend für unser Leben. Das ist so entscheidend. In 1. Petrus 1, 18 und 19 heißt es, und das zeigt das auch wieder, Petrus zeigt uns diese Erlösung auf. Ja, indem ihr wisset, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, von allen sündigen Wandel, kann man nicht mit Gold und Silber und keinen Schätzen dieser Welt kaufen. Und das ist gut so, sonst würden die Reichen sich alles das erkaufen, ja, mit ihrem vielen Geld. Sondern in Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blute Jesu Christi, ja, mit dem kostbaren Blute Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Das war kein fehlerhaftes Lamm, das war ein reines Lamm. Und Jesus war selbst ohne Sünde, als er hier bei uns auf Erden wandelte. Ohne Fehler und ohne Sünde. Obwohl er jede Versuchung kannte. Ja? Aber er war rein. Und bei Gott zählt nur dieses reine Opfer. Und das konnte nur Jesus Christus, sein Sohn, bringen. Weil er ohne Sünde und ohne Fehler ist. Im Psalm 107, Vers 1 und 2, drückt es so aus, der Psalmist drückt es hier aus. Preiset Jahwe. Ja, ist auch ein schöner Name für Gott. Preiset Jahwe, denn er ist gut, denn seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen die Erlösten Jahwes,
die er aus der Hand der Bedrängnis erlöst. Ja? Wir sind die Erlösten, die erlösten Kinder Gottes, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst. Und das müssen wir wissen und das ist so wertvoll, es zu begreifen. Wir sind erlöst durch des Lammes Blut. Ja? Erlöst und gereinigt durch des Lammes Blut. Und der zweite Punkt, wodurch das Blut Jesu wirksam wird, ist diese Erlösung. Der zweite Punkt ist diese Erlösung. Und die wollen wir uns jetzt mal auch noch ansehen. Reinwaschung von Sünde und Schuld. Ja? Der zweite Punkt ist die Reinigung. Ja? Erlösung ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist die Reinigung. Jetzt schauen wir uns die Reinigung an. Ja? Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Es reinigt uns und es hat Reinigungskraft. 1. Johannes 1,7: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ja? Wenn wir im Licht wandeln wollen, dann sind wir auch bereit für Gemeinschaft. Da sind wir bereit, uns in Gemeinschaft zu begeben, dann gehen wir zum Gottesdienst, dann gehen wir zu den Versammlungen. Es ist uns wichtig, es ist uns nicht unwichtig. Denn daraus geschieht Reinigung und Erkenntnis. Erkenntnis aus dem Wort Gottes. Und das Wasserbad des Wortes Gottes wird wirksam und sein Blut reinigt uns von aller Sünde, die dann ans Licht kommt in der Gemeinschaft. Und so viel ist es gut. Ja? Im Psalm 51, Vers 9 heißt es über den, ja, David begann den Ehebruch, und viele andere Dinge, die er da getan hat. Und es ist ihm bewusst geworden, ja, durch Intrigen, dass auch der Uriah, der Frau von der Bathseba, ja, wollte er töten lassen, er schickte ihn an die Front und da ist eine Sünde, hat sich in die andere gereiht. Und so ist es, wenn wir irgendwas vertuschen oder Kompromisse machen, eine Sünde gibt die andere. Und es geschieht einfach Negatives. Also, als der David das erkannte, seine Sünde, seine Schuld vor Gott, als der Nathan ihm das gesagt hat, ja, dass er dieser Sünder ist, da wurde es ihm als Erkenntnis bewusst und es kam Buße in sein Herz. Und so muss bei jedem Menschen Buße ins Herz kommen. Und es ist das erste Werk des Heiligen Geistes. Es kommt Buße ins Herz, damit man Sünden erkennt. Ja, wie es auch im 1. Johannes 1, Vers 9 heißt. Ja, wer die Sünden erkennt und die Sünde bekennt, bei dem ist Gott treu und gerecht und er vergibt uns alle unsere Sünden. Und da muss Buße zuerst kommen, ja, wie beim David. Und er sagt hier, interessanterweise, entsündige mich mit Hisop. Da haben wir den Hisop schon wieder, ja. Und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Ja. Also David hatte dieses Bild des Opfers der Juden schon in seinem Herzen, ja? Wie diese Büschel mit Hisop bestrichen worden, ja? Mit dem Hisop-Büschel, ja? Wie Jesus auch am Kreuz in Johannes 19, Vers 29, der Schwamm mit Essig, es war ein Hisoprohr. Das ist ganz interessant, dass da immer wieder das Hisop da auftaucht, ja? Bei der Reinwaschung und bei der Reinigung. Also wenn ich im Licht wandle, reinigt mich das Blut Jesu. Das ist wichtig zu wissen. Jetzt und fortwährend von aller Sünde. So stark und so machtvoll ist das Blut Jesu. Es ist ein für alle Mal für mich geflossen und für uns alle und eigentlich für die ganze Menschheit. Aber man muss sich es im Glauben erfassen. Man muss es sich im Glauben ergreifen. Jesus, dein Blut hat für all mein Versagen bezahlt, für all meine Sünden, für meine Verfehlungen, für mein altes Leben, für all den Schrott, den ich ohne dich gelebt habe. Ja? Und Jesus will kommen und will den Schrott aus deinem Herzen rausholen und will dich reinwaschen durch sein Blut. Ja? Und das gilt nicht nur einmal, sondern fortwährend. Kontinuierlich ist das Blut des Lammes einfach wirksam, wenn wir es im Glauben rühmen und im Glauben einfach annehmen. Kontinuierlich führt dich das ins Licht. Ja? Wenn du Jesus nachfolgst, muss alle Finsternis weichen und führt dich ins Licht. Und das Licht des Lebens wirst du haben. Ja? Johannes 8, Vers 12. Also das Blut reinigt nicht in der Dunkelheit. Es ist interessant zu wissen, wenn du das Licht verlässt,
Wenn du zulässt, dass deine Handlungen im Schatten geschehen, ja, das ist also, dann werden alle deine Beziehungen darunter leiden. Wenn du versuchst, deine Sünden zu vertuschen und im Dunkeln zu tun und sie nicht ans Licht kommen lässt, wirklich, dass sie ans Licht kommen und damit ihre Kraft verlieren. Ja? Im Dunkeln geschehen die Sünden. Im Dunkeln lässt sich gut munkeln, sagt man. Ja? Und Kinder Gottes kommen ins Licht und lassen sich reinigen und lassen sich befreien. Also der erste Punkt war die Erlösung, der zweite Punkt war die Reinigung. Jetzt kommen wir zum dritten, die Rechtfertigung. Der dritte Punkt, wie das Blut Jesu wirksam wird, ist die Rechtfertigung. Und alles das finden wir als Bestätigung im Wort Gottes. Ja? Das heißt ja auch schon im Epheser 6 mit der Waffenrüstung, ja, diese ganze Waffenrüstung, dass wir den Panzer der Gerechtigkeit anlegen sollen. Der Panzer der Gerechtigkeit. Jesus ist unsere Gerechtigkeit geworden, aber wir müssen uns das im Glauben nehmen. Und wir müssen diesen Panzer der Gerechtigkeit anziehen. Ja? Der Helm des Heils, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Gürtel der Wahrheit, keine Lüge mehr. Ja? Die Schuhe der Bereitschaft, die Stiefel der Bereitschaft anlegen. Das Schild des Glaubens nehmen, damit die feurigen Pfeile da abwehren. Ja? Das ist wichtig, denn der Teufel schießt immer wieder Pfeile ab. Und wenn er es durch deinen Nachbar oder deine Familie tut, er schießt immer Pfeile ab, um dich zu verletzen, um dir den Glauben zu nehmen. Ja? Aber du hältst das Schild des Glaubens hoch und du schlägst den Feind in die Flucht durch das Schwert des Geistes. Du ziehst es aus der Scheide. Ja? Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Aus der Scheide ziehst du das Wort Gottes. Und damit schlägst du den Feind in die Flucht. Es ist uns als einzige Offensivwaffe gegeben. Alles andere dient zur Verteidigung. Helm, Brustpanzer, Gürtel, die Stiefel der Bereitschaft, alles das, Schild, Verteidigung. Aber das Schwert, das macht uns offensiv. Sie überwanden durch des Lammes Blut. Ja, ich habe heute mal ein rotes Hemd angezogen. Ja. Soll einfach das Lammes Blut darstellen. Und der schwarze Schlips vielleicht unsere Sünde. Ja. Aber reingewaschen, ja, durch sein Blut. Und sie überwanden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Ja. Durch das Schwert des Geistes, welches da das Wort Gottes ist. Ja. Das Schwert des Geistes müssen wir nehmen. Und müssen es aussprechen durch unser Zeugnis. Und der Feind flieht. Und er muss fliehen. Er hat keine Anrechte mehr an uns. Denn Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Erlöst durch sein Blut. Also gerecht gemacht. Im Römer 5, Vers 9 heißt es in der Einheitsübersetzung. Und die gibt es gut rüber. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Interessant, wie sagt der Elberfelder, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Ja? Gerechtfertigt, gerecht gemacht heißt im Griechischen dieses Wort. Gerecht machen. Darum, Rechtfertigung bedeutet mehr als nur Freispruch. Rechtfertigung bedeutet nur mehr. Um uns das ein bisschen darzustellen, stell dir einmal vor, du sitzt auf der Anklagebank. Ja? Und mal ganz krass, du hast einen Mord begangen. Ja? Und du bist des Mordes schuldig. Ja? Du hast einen Mord begangen, egal wie. Stell dir das mal vor. Und du sitzt auf der Anklagebank und eigentlich lebenslänglich oder in manchen Ländern vielleicht sogar Todesurteil. Ja? Ist das, was dir zusteht. Ja. Und dann, mitten im Gericht, kommt der Vater des Mannes herein, den du umgebracht hast. Ja. Stell dir das mal bildlich vor. Und dieser Vater sagt dann zum Richter, ich nehme die Schuld von Fadi oder von dir auf mich. Ja. Verurteilen Sie mich. Stell dir das mal vor. Genau das tat Jesus. Genau das tat der himmlische Vater. Todesstrafe wäre dein Urteil, das du verdient hast. Todesstrafe, Tod, ewige Verdammnis. Aber Jesus hat gesagt, komm, ich habe für dich bezahlt.
Ich habe für dich bezahlt. Für dich gibt es neues Leben. Für dich gibt es anstatt Todesstrafe ewiger Freispruch. Und das beinhaltet dieses Wort gerecht machen. Gerecht machen. Rechtfertigung. Unbegreiflich, aber total wahr. Genau das trifft den Punkt. Genau das hat Gott für uns erwirkt, indem Jesus Christus auf diese Erde kam und für uns alle Schuld ans Kreuz trug. Und das dürfen wir erfassen und das dürfen wir begreifen. Und jetzt zum vierten Punkt und letzten Punkt ist die Heiligung. Die Heiligung. Und dazu lesen wir Hebräer 13, Vers 12. Also was ist Heiligung? Ja, das müssen wir richtig begreifen. Ich habe also im Siegreich Leben lernen in Teil 28 darüber gelehrt, ganz ausführlich über Heiligung. Und das kann man auch alles nachhören im Internet oder auch hier auf CD. Es ist gut, das richtig einordnen zu können. Also einerseits sind wir total geheiligt durch das Blut Jesu Christi. Und andererseits fordert die Bibel uns auf, der Heiligung nachzujagen, ohne die wir Gott nicht schauen werden. Ja? Und das ist irgendwo kein Widerspruch, sondern das ist genau das, wozu wir aufgerufen sind. Wir müssen uns die Heiligung nehmen, die Jesus für uns am Kreuz erwirkt hat. Und andererseits müssen wir das Bestreben haben, ja, unser alten Ego zu kreuzigen und der Heiligung nachzujagen. Die Sünde aus unserem Leben rauszuschmeißen, alles was uns knechtet und gefangen hält, und der Heiligung nachzujagen. Ein geheiligtes, gehorsames und gottesfürchtiges Leben zu führen. Ein Wandel im Licht. Lebt als Kinder des Lichts. Ja, wie die Gier auch schon sagt, ich will ein Licht sein für Gott. Ja? Und dann ist es gut, das einfach rauszuschmeißen aus seinem Leben, was Gott nicht gefällt. Also Hebräer 13, Vers 12 sagt uns, darum hat auch Jesus, auf das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Ja? Darum hat Jesus gelitten, um das ganze Volk zu heiligen. Und ein für alle Mal für das ganze Volk, für die Sünden, sie brauchen keine Lämmer mehr zu bringen, sie brauchen keine Ochsen mehr zu bringen, sie brauchen keine Tauben mehr zu bringen, sie brauchen nur das, was Jesus für sie tat, anzunehmen. Er hat sie für sie, hat er sie gelitten, für sein Volk und für alle Gotteskinder, die ihn annehmen. Ja? Draußen gelitten vor den Toren. Und das dürfen wir begreifen. Darum hat auch Jesus, sagt die Luther, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Ja? Heiligen oder heilig bedeutet so viel wie absondern. Ja, wir sind abgesondert für Gott. Wir wollen uns absondern von der Sünde. Wir wollen uns absondern von unserem sündigen Leben, von unserem alten Ego, von unserem sündigen Fleisch. Es muss aktiv ans Kreuz geschlagen werden. Es muss rausgeworfen werden. Der alte Mensch muss ausgezogen werden. Der neue Mensch muss angezogen werden. Ich sage immer, Jesus muss zunehmen in mir. Der Fadi muss abnehmen. Ja? Der Fadi muss ausziehen, die alten Gewohnheiten, die Gott nicht gefallen. Ablegen, ausziehen, die alten Kleider, verdreckt und verschmutzt mit der Sünde. Anziehen, die neuen Kleider, die geschenkt uns sind als Hochzeitskleider des Lammes, reingewaschen durch sein Blut, ohne Flecken und Runzen. Denn wir sollen uns heiligen. Ja? Denn wir haben einen Gott des Friedens, der uns heiligen möchten. Hebräer 12 ist ein so tolles Kapitel. Ja, wenn du da 1 und 2 liest, 1 und 2 gibt auch diese Aufforderung an uns alle. Darum lasst uns nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, ja, Zeugen, da alle, die schon mit Jesus gegangen sind oder Märtyrer, die gestorben sind in den letzten paar tausend Jahren, ja, die ganzen Zeugen, die es im Himmel gibt, die werden uns wohl zuschauen. Was wir hier noch für ihn auf die Beine stellen oder was wir noch in die Wege leiten zur Ehre Gottes um uns haben. Lasst uns auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde, diese umstrickende Sünde, das ist es so. Gott hat mir mal ein Bild gezeigt, wo ein Stacheldraht um ein Herz gewickelt war. Ein Stacheldraht ums Herz gewickelt. Und so ist das, wenn man der Sünde geknechtet ist.
gebunden, gefangen. Ein Stacheldraht tut weh. Aber Jesus kam, um diesen Stacheldraht uns aufzulösen, um uns frei zu machen, um uns gesund zu machen und uns heil zu machen, unsere Sünde aus unserem Leben herauszuschmeißen. Lass uns die Sünde, umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Es ist ein Wettlauf, es ist ein Kampf. Es ist Nachfolgekampf. Christsein ist nicht irgendwo im Liegestuhl liegen. Es ist ein Kampf. Hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Er erduldete für dich das Kreuz. Das ist so gewaltig. Er duldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, auf dass ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Und dann kommt dieser bekannte Vers, der so in unser Herz treffen sollte, in Vers 4. Ihr habt noch nicht wieder die Sünde ankämpfend bis aufs Blut widerstanden. Ja? Ja, Luther sagt, ihr habt noch nicht bis aufs Blut der Sünde widerstanden. Und das ist eine Herausforderung, die bringt Aktion mit sich, dass wir wirklich das nicht lieben, was wir so als Gewohnheit Sünden uns einfach noch mitbehalten oder die dunklen Kämmerlein und die dunklen Stübchen. Da darf keiner rein. Die sind nur für mich. Dir kommt keiner rein. Ja? Du behältst das. Und Gott will, dass du es ablegst und dass du kämpfst dagegen. Und dass du das aus deinem Leben rausschmeißt. Und das ist Heiligung. Einmal hat Jesus die Heiligung erwirkt, aber er will sie auch, dass ihr ihr nachjagen. Und jagen hat etwas mit Einsatz zu tun. Ja? Also begreife diese vier Punkte. Begreife diese vier Punkte und lass sie in deinem Herzen wirksam werden. Das ist so, das ist die Botschaft von der Macht des Blutes Jesu. Das muss so richtig in unserem Herzen sein, als Dankbarkeit. So richtig in unserem Herzen. Also sei dankbar für deine Erlösung. Ja? Du bist erkauft durch des Lammes Blut. Du bist ganz teuer erkauft. Ja? Wie Epheser 1,7 sagt, durch sein Blut, das die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade für uns erwirkt hat. Ja? Durch das Blut Jesu wurden wir aus der Hand des Teufels befreit. Befreit, losgekauft. Zweitens, die Reinigung. Wir lassen uns reinigen durch des Lammes Blut von aller Sünde. Und dann glauben wir, dass Gott treu und gerecht ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er sie uns vergibt, dass er uns reinwäscht, wie Isop, wie Schnee, sagte Jesaja. Ja? Wir werden rein, wie was vorher voll Blut war, mein Hemd, wenn das jetzt weiß würde. Ja? Das ist es, genau das hat Jesus erwirkt. Rein, wie Schnee. Ja? Er gibt uns die Reinigung. Drittens, ja, die Rechtfertigung. Sei dankbar für deine Rechtfertigung. Er hat dich gerecht gemacht. Du darfst dir den Brustpanzer der Gerechtigkeit nehmen. Du darfst ihn dir anlegen. Ja, sei dankbar dafür. Römer 5, Vers 9. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Durch Jesus. Und weil Jesus dich errettet hat, sei dankbar, denn er hat auch deine Heiligung vor dem Vater bewirkt. Das ist so wertvoll, das sich zu nehmen. Auch nur wenn man das richtig im Glauben nimmt, hat man auch die Kraft, seine Sünden zu überwinden, seine Sünden aus seinem Leben rauszuschmeißen. Und das will Gott. Das will Gott, dass wir uns heiligen lassen und dass wir der Heiligung nachjagen. Mach mal dieses Metanoia wieder an die Wand. Das ist so wichtig, dass es geschieht. Nur durch Buße erleben wir Gott. Nur durch Buße haben wir ein reines Gewissen. Nur durch Buße haben wir Vergebung der Sünden. Ja? Nur durch Buße wird das Blut Jesu wirksam. Ja, vielleicht denken manche, die da mit ihrem Blut Jesu, ja? Ich kann sie verstehen, ja? Wir sind im Schlachthof. Ja? Aber wir müssen begreifen, die neutestamentliche Gnade des Blutes Jesu hat Macht. Es gibt uns Schutz, es gibt uns Vergebung, es gibt uns Reinigung, es gibt uns Bewahrung. Ja? Und ich glaube, dass wenn die Teufel kommen und wir stellen unter das Blut des Lammes, dass wir unter dem Schutz stehen. Unter dem Schutz des Blutes des Lammes. Und kein Teufel kann dir was tun. Er will dir was tun, aber er kommt gar nicht an dich ran.
weil du unter dem Schutz des Blutes des Lammes stehst. Ja, wie eine Käseglocke, du bist der Käse. Du stehst unter dem Schutz der Käseglocke, weil das Blut des Lammes beschützt dich. Ja? Und er will an dich ran und er kommt nicht an dich ran. Ja? Weil Jesus es am Blut, am Kreuz von Golgatha für dich vergossen hat. Also lass diese Buße geschehen, denn Jesus predigte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und wenn sie vor 2000 Jahren schon sagten, Maranatha, der Herr kommt bald, dann dürfen wir uns auch damit trösten, weil der Herr bald kommt und sein Himmelreich so nahe ist wie nie zuvor. Und sein Himmelreich ist schon in den Gotteskindern, wirksam auf dieser Erde. Darum lasst uns Licht und Zeugnis sein, indem wir das Blut, die Macht des Blutes Jesu gebrauchen in unserem Leben. Ja? Seid also dazu bereit und begreift das, erfasst es mit den erleuchteten Augen eures Herzens. Und ihr könnt frei sein von Sünde und Schuld und könnt euch immer unter den Schutz des Blutes Lammes stellen. Wo ihr auch geht, wo ihr auch steht, seid ihr einfach Zeugnis unter dem Schutz des Blutes, unter der Macht des Blutes Jesu. Lasst uns aufstehen, ich will noch einmal danken. Vater im Himmel, ich danke dir so für deinen Sohn Jesus Christus. Ich danke dir, dass du uns ein Opfer gegeben hast. Wir brauchen keine Lämmer mehr zu opfern, keine Böcke mehr. Du hast uns Jesus gegeben, deinen eingeborenen Sohn, der ohne Sünde und Fehler war. Du hast uns ihn gegeben, Herr. Und wir dürfen uns im Glauben nehmen, dass sein Blut für uns bezahlt hat. Er ist unsere Erlösung. Er ist unsere Reinigung. Er ist unsere Rechtfertigung. Und Jesus ist auch unsere Heiligung. Und sein Blut hat unsere Heiligung bewirkt. Und wir dürfen dennoch der Heiligung nachjagen. Wir dürfen alles aus unserem Leben rausschmeißen, was dir nicht gefällt. Wir dürfen uns reinwaschen lassen von aller Sündenschuld. Wir brauchen in keinen Beichtstuhl zu klettern. Wenn wir unsere Sünden vor dir im Gebet bekennen, dann bist du da und wäscht uns völlig rein. Und wir sind gereinigt wie Hyssop. Ja, reingewaschen, mit reingewaschenen Kleidern, weiß wie Schnee. Und so dürfen wir voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade und dürfen dich bitten. Dürfen dich bitten für Menschen, für Angehörige, denn du bist ein menschenverliebter Gott, der sie liebt. Und wir dürfen ein Zeugnis sein von dem, der uns erlöst hat, von Jesus Christus, unserem Heiland. Wir danken dir, Vater, in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Amen.